Die Idylle unseres Breitengrades ist bekannt für endlose Wiesen und saftigem Grün. Wo früher noch per Hand gemäht wurde, übernehmen heute Traktoren und Maschinen diese Funktion. Bei der Landjugend Leoben hält dieser Trend zwar an, doch geht man wieder vermehrt zurück zum Ursprung. Vor kurzem fand der Bezirksentscheid im Sensenmähen in St. Michael statt. Ortsgruppen aus St. Michael, Gai, Proleb sowie Spielberg und St. Marein an der Feistritz nahmen an diesem Wettbewerb mit Ehrgeiz teil. Wir haben heute da einen Bezirksentscheid vom Sensenmähen gehabt. Die Landjugend St. Michael trifft das aus. Es ist schön, dass die Jugend und vor allem in dem Sinn die Landjugend die alte Tradition, die Handwerkskunst für die Landwirte von früher her noch weiter betreibt. In dem Sinn in einem Wettkampf. Und das ist schön zum Zuschauen. Ich habe gesehen, es waren etliche Michaeler heute da zuschauen. Die hat das auch interessiert. Und das ist wirklich wieder mal was anderes, weil sonst kennt man nur die großen Mähwerke. Nicht? Und das Alte, das vergisst man. Eine gute Schneid benötigen alle Teilnehmer, welche in verschiedenen Klassen gegeneinander antreten. Dirndln wie Burm. Bewertet werden sowohl Zeit als auch Sauberkeit. Der Lokalmatador weiß, worauf es ankommt. Ja, die Kraft zahlt sehr viel, ja. Aber einmal die richtige Technik, brauchst du fast keine Kraft mehr. Ausdauer. Ausdauer ist wichtiger. Los! Und die hat er auch bewiesen. Die abgesteckten 25 Quadratmeter hat der Sieger in nur 40 Sekunden sauber abgemäht. Und zur Belohnung gibt's auch ein Busserl. So wie die gewissen Herren heute gemacht haben, muss ich sagen, da muss ich mir für meine Bauhofmitarbeiter, kann ich mir da was anschauen. Nicht? Vielleicht gehen wir von der Motorsenksen, von dem Lärm weg, zurück zur Handsenksen. Nicht? Und ob dieser Punkt bei der nächsten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung steht, wird sich zeigen. Fest steht, es hat allen gefallen und geschmeckt.